Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum technischen Training von Nintendo Badge Arcade. Hasebubi ist auch wieder mit dabei und Toffi auch. Hier soll ich ein Trainingskartenspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, üben ist relativ, weil das Ganze hat ja wirklich noch was mit Skill zu tun. Und, ja. Das ganz rechte, das können wir mal sein lassen, weil wir müssen ja eh hier hin und dann nochmal hier rein. Also exakt hier rein, hier kommen wir gar nicht rein. Dass wir dann zumindest mal gucken, dass wir die hier bekommen. Wenn der erste Griff fehlschlägt, dann kann man ja zumindest mal versuchen, einmal zu resetten. Aber ja, maximal 5 Marken kann man hier rausholen. Oder ja, wenn es klappt, sogar 6 Stück maximal. Ja, 6 Stück. Ja, und da bleibt nichts anderes übrig, als einfach mal auszuprobieren. Oder eher gesagt, mal ein bisschen Skill zu beweisen. Weil normalerweise ist dieser Kran hier wirklich nur auf Skill aufgebaut. So. Das war zu weit. Obwohl, es hat noch gereicht, gerade noch so. Sehr schön wäre ja eigentlich, wenn man normalerweise, wenn das sich hier so wegwippt, dass es halt hier das trifft und lockert, aber das ist halt extra so gemacht, dass es nicht so ist. Also was ich euch hier den Tipp geben kann ist, obwohl, das war auch hier zu weit. Da wollte ich euch eben einen Tipp geben und dann habe ich selber verbockt. Und zwar, dass man halt hier, wenn der Kran hier vorbeigeht, dass man dann hier schon loslässt, dass er halt hier rüber rutscht und dann halt es drückt. Also das war jetzt dumm von mir. So ein bisschen früher loslassen, dann passt das schon, weil je weiter der Kran nach links geht, umso weiter rutscht der dann auch. So, also da war ein Versuch verschenkt. Na komm. Aber an sich, ja, sehr offensichtlicher Kran, man weiß es ja. Man braucht mindestens 3 Runden, um überhaupt irgendwas zu machen. Die ganz rechte Mark, die ist geschenkt. So, hätte eine, also so gesehen hätte es eigentlich auch nur eine Marke mehr gegeben, also nicht ganz so wild. Das wäre nur ärgerlich, wenn man den Kran spielt und dann halt so die Mark versäumt. So, wir haben nur eine Runde. Ich hoffe, dass ich heute irgendwas bekomme. Ich denke mal, dass ich vielleicht sogar den Kran spielen würde, den Robin gestern gespielt hat. Und zwar hat er sich da so ein bisschen. Ja, was. Ja, gut, was heißt bisschen? Der hat halt Pech gehabt wegen den 2 Blöcken, die da dabei sind. Diese gelben Blöcke von Mario, also Mario World. Weil die haben sich. Warte, ich zeige es am besten mal direkt, bevor ich anfange zu quatschen. Na. No. Weil mir ist auch aufgefallen, dass ich den Kran selber noch nicht gespielt habe. Dass halt diese zwei Marken hier, die habe ich ja nur vorher schon bekommen. Und diese Marken hier sind nur in diesem Kran drin. Deswegen man halt dann gucken muss, dass man die bekommt. Ich weiß nicht, wie er geschlagen hat, aber er hat mir halt ein Bild gezeigt, bei dem diese 2 Blöcke genau hier zwei hier reingefallen sind und haben sich dann so verkeilt, dass sie nicht runtergefallen sind. Also ärgerlicher geht es wohl nicht mehr. Ist natürlich jetzt die Frage, wenn ich hier reinschlage, ob dann überhaupt irgendwas passiert. Ich denke mal, dass ich vielleicht die Blöcke hier bekommen könnte. Die Wolken und die Noten gibt es in einem anderen Kran, das weiß ich. Darüber muss man sich keine Gedanken machen. Ansonsten muss man halt wirklich gucken, dass man wirklich die Marke hier bekommt. Ich will ein bisschen irgendwie gucken, dass ich mit dem Kran hier so runterkomme, dass halt hier dagegen schlägt, dass dann halt ja hier rechts was sich lockert und vielleicht hier die runterfallen. Aber ist natürlich die Frage, ob das auch irgendwie so klappt. Hoffen wir es einfach mal. Na. Na komm. Ah ja, okay. Also man sieht auch. Ja, okay, kann man nicht zufrieden sein. ja, also man hat schon gesehen, wie die halt hier nach links fallen. Also ich weiß nicht, die sind glaube ich ganz, ganz blöd gefallen beim Robin. Also das war dann mehr Pech als alles andere. Aber ja, ich wollte es auch einfach nur mal zeigen. Er gesagt, erstens, weil ich eh nur eine Runde habe und zweitens, ja, wollte ich selber mal gucken, ob es bei mir vielleicht klappt oder nicht. Ich hoffe, man nimmt mir es nicht übel, dass es bei mir geklappt hat. aber ja, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Runde heute, weil das, ja, man kennt es ja. Der Witz ist jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt hier links und rechts gehen würde, würde sich vermutlich der Hammer noch nach rechts, also wieder hier nach unten bewegen und würde dann halt hier die Marke noch mit runterkicken. Achtung. Ja. Also es ist schon ein bisschen lustig. Wenn man so ein bisschen die Techniken von den Kränen kennt, dann geht es eigentlich. Man muss auch hier sagen, wenn ich jetzt noch eine zweite Runde hätte, könnte ich mir vielleicht auch die 2 Marken hier holen. Aber wie gesagt, gibt es noch einen anderen Kran, bei dem man die dann holen könnte. Da bräuchte man sich zumindest für über die Wolken keine Gedanken machen. Oh, und hier habe ich. Hier habe ich meine Bombe vergessen, aber auch nicht so wild. Ich habe jetzt mehr als genug von denen. Aber ja, damit bin ich echt zufrieden. Ihr könnt mir auf jeden Fall auch mal schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ob ihr, ja gut, das Training war ja eigentlich mehr als offensichtlich.
oder eher besser gesagt, was für ein Kran ihr heute gespielt habt, ob ihr vielleicht einen kompetieren konntet, ob ihr vielleicht sogar einen Bonus bekommen habt. Und ja, ansonsten bleibt dann nur zu sagen, ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.